Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Ja, die heutige Sendung kommt vom lieben Ali und die hatte ich schon komplett vergessen. Ja, meine Freunde, im Prinzip ging es bei dieser Spende, soweit ich mich noch erinnern kann, eigentlich nur um eine einzige Karte. Jetzt habe ich hier aber ein Paket liegen. Ich bin etwas verwirrt. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz uneingenommen an diese Sache ran und öffnen das einfach mal. Ich bin wirklich gespannt. Ich war mega verwundert, als heute das Paket kam von Hermes. Es ist ein Wunder, dass ich es überhaupt bekommen habe, weil Hermes verfasst mich normalerweise immer. So, machen wir das mal auf. Heute mal ohne Katz. So. Und schau mal rein. Oh ja, eine japanische Zeitung. Was will man mehr? Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Chaos TCG. Kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Gewöhnungsbedürftig. Okay, hier haben wir wohl einen Bonus zum Bonus, was auch immer das sein mag. Ich würde mal sagen, das schauen wir uns am Ende an. Dann haben wir... Ach, du grüne... Alter. What the fuck? Boah, geil, Alter. Jetzt ist mir das Display aus der Hand gefallen und sämtliche Karten haben sich über die Auslegeware verteilt. Ja, moin, ohne Witz. Ja, das heißt, ich kenne jetzt zumindest einen gewissen Teil der Karten, die hier drin sind schon. Und es ist halt nur noch 50% Überraschung. Trotzdem, ja, möchte ich euch das natürlich zeigen. Und wir haben ja noch wesentlich mehr Stuff, von dem ich keine Ahnung habe. Alles klar. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier drin haben. Also, nochmal so ein, ja, also das sind jetzt tatsächlich zwei mittlerweile von dem. Und dann haben wir, und das finde ich halt richtig nice, wir haben Eternity Code Karten. Also gehöre ich tatsächlich zu einem der ersten deutschen Yu-Gi-Oh! Sozusagen, die tatsächlich Eternity Karten so im materiellen Sinne auf ihrem Kanal zeigen. Sehr cool, stellen wir das Ding hier mal ein bisschen zur Seite. So. Okay, legen wir mal los. Die erste Karte, die wir haben in Ultra Rare, gehört tatsächlich zum Gizmec-Thema und heißt Gizmec Inari the Rise Rocket Reinhardt. Very, very cool card. Ja, mega coole Karte. Auf jeden Fall schaue ich mal das Artwork an. Ja, ist halt wirklich schön designt worden. Und erweitert natürlich das Gizmec-Thema. War ja ursprünglich kein wirkliches Thema. Das war ja, soweit ich weiß, so eine einzelne Karte und wurde jetzt doch im Laufe der Zeit durch immer wiederkehrenden Support quasi zu diesem Thema. Sehr, sehr schön. Als nächstes haben wir Nemesis. Oh Gott, Nemesis Ablaze, irgendwie so. Wie hieß die denn nochmal? Nemesis Eschatos hieß die, glaube ich. Mega cool. Gibt's in Japan, glaube ich, auch in 20th Anniversary Secret. Und die Karte sieht halt einfach mega nice aus, ohne Witz. Schaut euch mal das Artwork an. Der Drache ist einfach richtig geil. Ich weiß zwar ehrlich gesagt gar nicht, ob jetzt vom Typ her Drache ist. Aber das Artwork sieht halt schon sehr drachenmäßig aus, ne? Und ich finde einfach, es ist wunderschön, Leute. Einfach wunderschön. Ich bin, nachdem mir das Ding hier runtergefallen ist und ich natürlich dementsprechend gesehen habe, was da drin ist teilweise, bin ich halt richtig ausgetickt. Fand ich einfach mega nice. Allein schon, dass ich jetzt hier die ersten Eternity Code Karten habe, einfach übertrieben fett. Dann haben wir sozusagen die ultimative Ad Ignista Karte, nämlich The Arrival Ad Ignista heißt diese Karte, oder nee, The Arrival Cybers Ad Ignista. Und ist quasi die Link-Monster-Karte des Themas und sie sieht halt einfach extrem fett aus. Ja, ich finde den Hintergrund nice, ich finde das Monster nice. Ich finde der Zeichenstil, der wirkt auch irgendwie ein bisschen oldschool.
Ich kann ehrlich gesagt gar nicht so wirklich argumentieren, warum, ja, wenn ich mir das so angucke, aber irgendwie wirkt das Gesamtbild auf mich so. Ich weiß nicht, warum, Leute, fragt mich nicht. Das ist wahrscheinlich einer meiner subjektiven Spinnereien. Aber ich finde halt, die Karte sieht wirklich, wirklich schön aus. Ist eine schöne Ultra-Rare. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch bei uns eine Ultra wird oder zumindest eine Super-Rare. Da bin ich mal gespannt. Eine Secret-Rare, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall eine holographische Karte werden. Als nächstes haben wir Fusion Dispatch, auch eine sehr, sehr coole Karte. Das ist mal wieder eine Zauberkarte, wo ich sagen muss, das Artwork gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Wir haben hier Dunkelklinge drauf, mega, mega fett. Schaut euch dieses Artwork an, Leute, ist das nicht cool? Das ist halt wirklich auch so eine Sache, wo ich sagen muss, Artwork-technisch ist Eternity Code, ich habe mir schon die ganzen OCG-Openings angeguckt, ist Eternity Code wirklich extrem stark, Leute, wirklich extrem stark. Ja, also Ignition Assault ist ja schon gut. Aber Eternity Code toppt das Ganze tatsächlich nochmal. Also ich finde das wirklich saumäßig cool, was hier drin ist. Mega, mega schön, ohne Witz. Und das ist tatsächlich eine der schönsten Zauberkarten aus dem Set, muss ich sagen. Okay, legen wir die mal beiseite. Dann kommen wir zu einem neuen Talker, nämlich dem Access Code Talker. Auch eine sehr coole Karte. Das ist das Covermonster des Sets hier in Ultra Rare. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei uns eine Ultra wird, denn die meisten Covermonster sind ja Ultra Rares bei uns, jetzt abgesehen von Ignition Assault, da war es eine Super Rare. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil wirklich, also die ganzen Sets zuvor war es immer Ultra-Rare, also zumindest so in den letzten Sets. Es gab auch schon Secrets, die Covermonster waren, aber trotzdem so, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass in den letzten Sets irgendwie ein Covermonster eine andere Rarität als Ultra-Rare hatte. Ja, dennoch sehr schön auf jeden Fall, wird also wahrscheinlich auch bei uns eine Ultra-Rare werden. Ist auf jeden Fall trotzdem Highlight und wird dementsprechend natürlich auch rausgelegt. So, jetzt kommen wir zu ein paar Commons aus Eternity Code und da will ich mal ein bisschen aufs Artwork eingehen. So, also das zum Beispiel ist eine Karte, das ist jetzt kein Artwork, das einen so richtig vom Hocker haut, so, aber es ist einfach schön oldschool. Der Hintergrund ist schlicht, das Monster ist schön präsent. Der sieht jetzt wieder so ein bisschen moderner aus vom Zeichenstil her. Das sind diese antiken Krieger, finde ich ja sowieso mega nice, brauchen wir gar nicht großartig reden. Ich glaube, das ist so eine Schattenpuppe, wenn mich nicht alles täuscht. Auch das hier, sehr schöne Zauberkarte, einfach so eine Treppe, die nach unten ins Nichts führt sozusagen. Mega cool. Auch ein sehr schönes Monster, auch wenn es eine Link-Monster-Karte ist, ist das Artwork einfach Bombe, weil dieser, ja, ich würde fast schon sagen, popelgrüne Hintergrund mit diesen schon pinken Wolken einfach richtig schönen Kontrast zum Monster bildet. Das Monster selber ist ein bisschen klein. Ich hätte es noch einen Ticken größer gemacht, ist aber nicht zu klein. Also es ist noch in einem passablen Rahmen. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Da ist natürlich ein Gooky. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber das Artwork, also normalerweise erkennst du Gookies, wenn du sie siehst, und für mich sieht das aus wie ein Gooky, ist natürlich sehr schön. Gookies gefallen mir generell. Resonator, klar, das wird wieder so ein Cybers-Vieh sein, finde ich jetzt nicht übermäßig prickelnd, aber auch nicht übermäßig hässlich. Der ist zum Beispiel auch ganz hübsch zum Ansehen. Den hatten wir schon. Ach, der gehört zu den Rockets, klar, also hat er auch das Rocket-typische Design. Das ist auch eine ganz coole, gehört wahrscheinlich zu diesen Endlos-Kettenzeug, ja, eine Support-Karte. Die finde ich auch mega nice, die gehören ja, glaube ich, auch zu diesem Nemesis-Archetype, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr cool, gefällt mir auch vom Artwork her. Auch der gefällt mir vom Artwork her tatsächlich recht gut, obwohl jetzt keine wirklich ernste Karte ist, aber er ist halt sehr schön gedesignt. Klar, sowieso mega cool. Kennen wir ja, das ist, glaube ich, wo gehörten die nochmal dazu? Irgendwo gehört die doch dazu. War das eine Sky Striker? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wartet. Die gehört zu den Generator Boss Monstern. Genau, Generator Boss. Die heißt Lopte Shadow of the Generator Boss oder irgendwie so. Genau, dann mal gedeutsche Support. Auch der wunderschön, mega nice, dieses Artwork. Sehr cool. Wieder ein Gooky. Den finde ich auch eher so mittelprächtig. Salamangreat natürlich im typischen Artwork. Was das ist, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Sieht aber auch ganz nett aus eigentlich. Dann wieder antiker Krieger, sowieso mega cool. Auch das Monster, sehr, sehr schön. Dieser violette, dieser dunkelviolett-schwarze Hintergrund ist einfach ein optimaler Kontrast zu diesem feurig-orangen Monster. Mega schön auf jeden Fall. Genau das gleiche hier, diese ganzen Tiefseetaucher, ich glaube, der gehört auch dazu. Diese Tiefseetaucher sind generell sehr, sehr schön vom Artwork her. Und wie gesagt, diese ganzen Eternity-Code-Karten sind einfach der blanke Wahnsinn, so von der Optik her. Dann haben wir hier nochmal Verdic, die Göttin Urd. Das ist eine Holo, die legen wir mal beiseite. So, dann haben wir natürlich auch, das ist Ignition Assault wieder, okay. Ah ja, genau, wir haben hier Harpien-Karten, die sind hier natürlich unzensiert, habe ich auch schon gesehen. Sehr, sehr cool. Aber die sind halt schon wirklich hart freizügig, das muss man schon sagen.
Die sind jetzt aus dem Duelist Pack 21, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wurden die bei uns irgendwie zensiert? Ich glaube schon hier, ne? Ist nicht sicher. Okay, gucken wir mal. Zum Beispiel hier die Harpien-Tänzerin. Also die hat ja fast gar nichts an. Das ist halt hier so... Ich habe das hier im Internet gefunden. Ist das dein Ernst? What the fuck? Mein Handy einfach so, hey, ich habe was im Internet gefunden. Wen juckt's? Also, wo war ich jetzt? Harpien-Tänzerin. Auf jeden Fall, übrigens in der Hülle. Mega cool auch. Ich glaube hier, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles Artworks sind, die bei uns zensiert sind oder worden wären, wenn sie denn bei uns rausgekommen sind. Auch hier, ich glaube nicht, dass unser Cyberengel so große Hupen hatte. Oder ich achte halt einfach speziell drauf, dass das einfach eine japanische Karte ist. Die ist bei uns jetzt im Duelist Pack, also in LED 5 oder 6 rausgekommen, als Ultra Rare auch schön. Ach, die ist schon aus Impact noch. Auch die ist mega cool, kommt auch aus Eternity Court. Guckt euch mal das Artwork an. Einfach böse, einfach mega schön. Sieht so ein bisschen aus, als hätte Lilith die Dame der Wehklage eine Schwester bekommen. Das sind jetzt diese Tiefseetaucher. Auch die sehen sehr schön aus, muss ich sagen. Die sind hier natürlich Low Rare. Ich hoffe mal, dass die bei uns eine etwas höhere Rarität bekommen. Ja, die finde ich jetzt wieder nicht so schön. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine, nicht Nixon-Rüstung, sondern wie heißen die dann nochmal, diese neuen Karten bei uns? Marinzessinnen, genau, die sieht so ein bisschen aus wie so ein Marinzessin-Monster. Ich finde die meisten Marinzessin-Monster tatsächlich nicht so prickelnd. Es gibt ein paar, die finde ich sehr schön, zum Beispiel Crystal Heart ist eine sehr schöne Karte. Okay, dann haben wir hier nochmal eine, da nochmal eine und dann haben wir, die habe ich noch gar nicht gesehen, okay, die ist mir wohl entfallen. Valkyrischer Ritter in Super Rare aus Cosmo Blazer, leider Gottes nicht mehr in Yirmint. Ich wusste gar nicht, dass die ein Holoprint hatte. Oh, sogar noch ein zweites Mal. Der zweite in Yirmint. Muss ich mir, glaube ich, nach dem Video nochmal angucken. Aber ich glaube, ich sehe da was an den Ecken. Aber sehr cool. Kenne ich gar nicht. Habe ich noch nicht mal. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Karte in holographisch besitze. Ja, da habe ich wohl mega was verpasst. Da werde ich wohl demnächst mal einen Einkauf tätigen müssen. Mega schön auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ich dachte, die sind eigentlich in den Legendary Decks rausgekommen. Dann haben wir IQ. Gucken wir nochmal. Ja, das ist natürlich wieder typisch Cybers-Monster, würde ich mal sagen. So sieht natürlich modern aus. Ein bisschen so wie Sterndu. Oh, auch die Karte mega nice aus Eternity Code. Schaut euch das mal an, Leute. Also die Artworks aus dem Set, das da kommt, ist einfach brutal. Und selbst dieses Artwork hier, ich mag ja normalerweise keine Autos, so wie FA oder so ein Käse, ja, oder Mecha-Phantom-Ungeheuer. Aber das sieht ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht aus, muss ich sagen. Habe ich tatsächlich schon Schlimmeres gesehen. Hier natürlich nochmal ein Guki in den üblichen Positionen, wenn man so möchte. Schauen wir mal weiter. Was gibt es denn noch? Auch das eine sehr schöne Zauberkarte. Natürlich mal gucken, das wiederholt sich natürlich so ein bisschen. Hier der rote Nova-Drache, sehr cool. Auch ein Artwork, das mir extrem gut gefällt. Ne? Ihr seht, wirklich schön designt das Artwork. Hier nochmal eine Tiefseetaucherin. Das ist wirklich ein sehr krass designtes Artwork, so vom Detailreichtum her. Mega nice. Dann, okay, das finde ich jetzt weniger prickelnd. Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Ups, es wiederholt sich irgendwie alles. Okay. Dann schauen wir mal hier rüber. Da haben wir jetzt in Normal Parallel Rare Karten aus LGB1. LGB1 ist auch ein cooles Set. Die sind alle Normal Parallel Rare. Müssen wir gucken, wie die glänzen. Ja, als hätten sie eine Glasplatte vorne drauf. Also die haben hier wie diese Hobby League Karten so eine Folie drüber. Das sind natürlich Karten, die wir alle kennen. Ja. Also nicht so einen, der zum Hocker haut. Aber speziell sowas ist halt mega cool, weil sowas muss ich mir da nicht mehr rankaufen. Weißt du, ich finde es halt immer so ein bisschen sad, wenn ich mir sowas rankaufen muss. Das gibt es halt in Deutschland nicht. Deswegen muss ich es mir für die Ausstellung natürlich aus dem OZG importieren. Und ich weiß nicht, ich denke mir immer so, oh nee, Alter, ohne Witz muss ich mir das wirklich kaufen. So. Ah, naja, aber was soll's. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal einen schönen Stoß bekommen in Normal Parallel Rare, die ich mir nicht mehr ranholen muss. Also dieser Stoß hier, um genau zu sein. Sehr cool. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Das ist jetzt auch aus Eternity Code. Dann haben wir hier zweimal Orakel der Göttin Skuld. Und das habe ich auch gesehen. Das ist auch mega krass. Wir haben hier nämlich einmal die Aschenblüte aus Dupo, was natürlich ein Highlight ist. Und dann mega nice zweimal Geisterschwester und gruseliger Hartriegel in Secret Rare. Einfach übertrieben nice, Leute. Schaut euch das mal an. Voll geil, Alter. Voll geil. Ich habe jetzt insgesamt 3 Stück schon gespendet bekommen. Eine vom Thomas. Und eine und die zwei jetzt eben hier vom lieben Ali. Sehr, sehr cool.
Wobei ich mir, wie gesagt, immer noch nicht ganz sicher bin, ob das wirklich die Spende ist. Das wird sich zeigen, wenn wir eine einzige Karte, ich suche nach einer Karte, wenn die dabei ist, weiß ich, dass sie von ihm ist. Aber es kann eigentlich nur von ihm sein, weil es halt so viel OCG-Stuff ist. Und die einzige OCG-Spende, die ich erwarte, ist von ihm. Also, und ich habe auch nichts im OCG gekauft, außer bei Felix. Über den habe ich was importieren lassen. Und das ist aber viel, viel krasserer Stuff. Also das sind sehr, sehr viele 20th Anniversary Sequels dabei. Ja, das sieht mir nach einem Selfmade Field Center aus. Und ja, ich glaube, der ist auch self-made. Ich glaube nicht, dass so Konami sowas macht. Und das ist Plaste. Okay. Dann da haben wir wieder Duelist Pack Stuff. Eine Super Rare aus Chaos Impact. War, glaube ich, auch bei uns eine Super Rare. Und haben wir noch was Neues. Oh, das ist auch cool. Ist auch eine sehr schöne Zauberkarte. Das Artblock taugt mir irgendwie voll. Ja, also mir gefällt's. Mega, mega schön. Dann gucken wir den letzten Stapel dieses Displays in Anführungszeichen an, was wir da noch so alles drin haben. Auch cool, gehört auch zu diesem, zu diesem Nemesis-Thema, wenn mich nicht alles täuscht. Auch das Artwork hier sehr, sehr schön. Schaut euch das mal an, Leute. Mega, mega fett. Mega fett. Das ist so eine Karte, da würde ich mir wünschen, wenn das eine Holo wird, dass einfach nur diese ganzen goldenen Elemente hier schillern und der Rest kommen ist. Das wird einfach episch aussehen. Das wird einfach episch aussehen, Leute. Dann, was haben wir noch? Ja, natürlich wieder antiker Krieger und so, mega schön. Da finde ich sowieso alle geil von diesen antiken Kriegern. Auch das hier wieder sehr, sehr cool. So richtig an Oldschool angelehnt, dieses Artwork. Die ganze Karte eigentlich, mega schön. Finde ich echt cool, finde ich mega cool. Also es gibt hier wirklich Karten drin, die gefallen mir außerordentlich gut. Auch das hier, schaut euch mal das Artwork an, Leute. Das sind wieder Zauber- und Feindkarten, wie ich sie einfach gerne sehe. Ja, oder gerne sehen würde, auch das hier mega cool. Von denen hat Konami einfach richtig, richtig wenige geprintet in den letzten Jahren. Was ich halt wirklich traurig fand, die ganzen Karten hatten null Individualität und auch keine Schönheit mehr, weil es einfach zu overdesigned war und alles zugleich und vor allen Dingen in der Farbgebung sehr, sehr eintönig. Und das haben die jetzt nicht mehr, das haben die jetzt tatsächlich in diesem Set so geändert. Ich hoffe, dass sie das beibehalten. So, jetzt haben wir hier noch das Battles of Legends Display. Was da drin ist, keine Ahnung. Wie gesagt, ich wusste nur, was in dem Eternity Code drin ist. Auch nicht alles, aber den Großteil, weil es mir eben runtergefallen ist. Der Rest ist für mich jetzt wieder pure Sensation. Und ich will jetzt wissen, was hier in dieser Bonuspackung drin ist. Ich bin einfach so dermaßen gespannt. Wie kriegt man das denn auf? Oh, das ist aber cool. Wow, was sehe ich denn hier auf der rechten Seite? Alter, okay, die müssen wir jetzt langsam durchgehen. Ich will hier gleich den Zustand überprüfen. Das hier ist eine ganz, ganz alte Karte. Das ist entweder eine Karte aus irgendeinem speziellen Starter-Set oder aus Volume 1 oder aus der Booster-Series, also aus den ersten Series, wo halt wirklich noch kein Auge von Anubis zu sehen war und auch keine Set-Angabe und wo der Kasten hier oben auch noch genauso breit war, wie das Bild breit ist und nicht ein bisschen breiter. Sehr schön. Die sind im Verhältnis, also der ist verhältnismäßig tatsächlich noch in einem sehr guten Zustand, aber natürlich nicht mehr Nearmint. Dennoch will ich einfach mal gucken, ob hier vielleicht irgendwas in Nearmint dabei ist, das ich dann auch wirklich verwerten kann. Ah, was haben wir denn hier? Schauen wir uns mal den Zustand an. Der geht. Also das ist auf jeden Fall Nearmint. Das ist Nearmint. Alter, Leute. Das ist Nostalgie. Das sind Karten, die sind auch nie bei uns rausgekommen, Leute. Nie. Die legen wir uns natürlich raus. Also das sind, Leute, das sind absolute Schätze. Und auch für solche Karten könnt ihr in Nearmint locker 2,50 bis 3 Euro oder teilweise je nach Karte noch mehr bezahlen, auch wenn sie common sind, weil die sind halt wirklich, wirklich, wirklich selten. Also nicht nur wirklich selten zu finden, sondern auch wirklich selten in einem guten Zustand zu finden. Die hier ist jetzt nicht mehr ganz niemand. Die hat ein bisschen was hier, da und dort. Dementsprechend legen wir die mal beiseite. Dann geht's weiter mit diesem Kollegen. Der ist jetzt wieder Nearmint. Alter Schwede, mega nice, diese Zustände. Alter, da merkt man halt, dass da jemand gesammelt hat, der wirklich Acht darauf gibt, was er bekommt. Sehr cool. Boah, Leute, das ist für mich jetzt wirklich der Himmel. Das ist für mich wirklich der Himmel. Der hat hier oben ein bisschen was, aber ansonsten ist der auch Nearmint. Alter, schaut euch das mal an. Wie schön das ist. Och. Ey, das ist wirklich was so, das ist richtig old school. Ja, also so richtig old school. So, es würde mich freuen, wenn einfach mal ein Set rauskommt, wo nur wirklich mal 3-4 Karten wirklich wieder in diesem Stil designt werden.
Ja, ich meine, okay, das ist wirklich sehr, sehr rabiat noch designt und wirklich sehr roh, also wirklich ohne viel Detail, aber ich finde es halt einfach cool. Es hat einen gewissen Charme. So, jetzt schauen wir mal, wie sieht es denn mit der Karte vom Zustand her aus. Tut mir leid, Leute, dass ich mir jetzt hier so Zeit lasse, aber das ist was, das muss man wirklich auskosten. Das darf man nicht einfach wegskippen. Das ist mega schön. Auch die ist absolut Nearmint. Absolut Nearmint. Mega schön. Die sind auch alle hier nicht bei uns erschienen. Der ist jetzt schon erschienen, der kommt, glaube ich, aus irgendeinem Champion- oder Tournament-Pack. Aber das ist natürlich sein First Print. Ein bisschen Off-Center und hier oben auch nicht mehr Nearmint. Der kommt aus dem Volume Pack 1 und der hat auch hier oben ganz leicht was, aber nur ganz leicht. Ansonsten auch absolut Nearmint. Und den gab's ihn, glaube ich, oder nee, kam der aus dem Volume Pack 1? Ich bin mir nicht sicher, aber da gab es ja von dem Volume Pack 1 so ein Reprint. Ich glaube, das war der da auch mit drin war. Aber der kommt auf jeden Fall aus dem Volume Pack, das weiß ich. Ah, mega schön. Auch der ist nie hier erschienen. Dann, der ist wieder in einem etwas schlechteren Zustand. Das ist sozusagen so ein bisschen wie der Drawlbird, wenn man so möchte. Dann haben wir nochmal den Kollegen. Der ist halt auch wirklich, also, die haben vielleicht hier mal ganz leichte Spuren, aber wirklich minimal. Aber ansonsten sind die wirklich so perfekt vom Zustand. Alter Vater. Mega nice. Ohne Witz, Leute, ohne Witz. Das ist richtig, richtig geil. Dann, ach, das ist dieser andere Totenkopfdiener, ne? Der ist leider nicht mehr so Nearmint, der ist eher so exzellent, würde ich sagen. Aber auch sauschön, Leute, schaut euch das mal an. Mega nice. Der ist nie bei uns rausgekommen, das ist so der andere Totenkopfdiener, da gab es ja mehrere. Dann haben wir ihn hier nochmal, allerdings in einem etwas schlechteren Zustand. Und zu guter Letzt den hier, das ist auch mega cool. Der sieht auch mega nice eigentlich aus. Wie gesagt, der hat auch ganz kleine Macke hier oben, aber ansonsten ist der wirklich in einem guten Zustand. Es ist der Wahnsinn, Leute. Schaut euch das mal an. Nee, also das ist wirklich gerade der Himmel, Alter. Ohne Witz. Mega, mega schön. Das war jetzt einfach Nostalgie pur. What the fuck? Vielen, vielen Dank, Ali. Ohne Witz. Vor allen Dingen in die Zustände. Ich habe ja schon öfter mal solche Volume-Pack-Karten zugesendet bekommen. Die waren aber in der Regel richtig im Arsch. Ja. Aber das ist wirklich sahnig und die ein oder andere Karte ist definitiv für die Sammlung zu gebrauchen. Das, also wow, wow, einfach wow. Nice. Und dann haben wir natürlich noch dieses kleine Päckchen hier. Schauen wir mal. Sehr schön. Da haben wir den Galaxy Eyes Afterglow Dragon aus LGB1. Richtig, richtig schönes Artwork. Vor allen Dingen dieses Galaxy-Thema finde ich ja auch mega schön. Und obwohl die ganze Karte eigentlich holographisch ist, also wirklich der einzige Part, der nicht holographisch ist, ist der ganze Rücken und Schwanz von dem Viech. Ansonsten, und hier die Beinpanzer, ansonsten ist hier wirklich alles holographisch. Aber der Teil hier in der Mitte, dieser Futon-Teil, wenn man so möchte, der schillert halt tausendmal mehr als der Rest des Backgrounds. Das ist auch ein sehr schöner Effekt, muss ich sagen. Mega schön. Das ist natürlich ein Highlight, ein absolutes Highlight. Dann haben wir den Boreal End Dragon. Ja, das ist quasi, es gibt ja den Cyber End Drachen, ne? Jetzt gibt es halt auch den Boreal End Dragon. Sehr, sehr cool. Drei Köpfe natürlich, wie soll es auch anders sein? Sozusagen die ultimative Form eines Boreal Dragons. Sehr, sehr schön. Alter Schwede, was hier für Karten dabei sind. Mega. Also wenn du die bei uns verkauft hättest, ne? Es gibt, sind die meisten von denen sind natürlich in Japan selbst jetzt nicht die Welt wert, aber wenn du die bei uns verkaufst, und du bist ein fuchsiger Händler, ja. Also aus OCG-Karten lässt sich so viel Kohle rausschlagen, wenn man will, ohne Witz. Das ist richtig brutal. Ich habe wirklich mal eine Karte, eine Collector's Rare, ich glaube es war eine Giant Hand oder ein Siegel von Orichalcos, in eine WhatsApp-Gruppe reingestellt, habe gesagt, Startgebot 10 Euro und die haben auf 50 Euro hoch, obwohl die Karte nur ja, 10 Euro wert war. Das ist einfach brutal gewesen und so ist das halt mit denen. Also die Leute, die zahlen sich dumm und dämlich für diese Karten, was jetzt nicht heißen soll, dass man dafür so viel verlangen soll, aber es ist halt, man könnte, und es gibt ja Leute, die sind sehr auf Profitmaximierung aus und das ist halt wirklich eine sehr traurige Geschichte. Oh ja, und ich sehe es schon da unten glitzern. Es ist tatsächlich die Spende, von wo ich mir jetzt die ganze Zeit unsicher war, aber jetzt ist es sicher.
Das ist ein neuer und recht cooler Decode-Talker, nämlich Decode-Talker, wie hieß die nochmal, Heat Soul oder irgendwie so, habe ich mir tatsächlich auch in 20th Anniversary Secret Rare bestellt, über Felix. Mega, mega cool die Karte, sieht echt nice aus und den erkennt man auf den ersten Blick wegen dem ganzen Feuer gar nicht als Decode-Talker. Das erkennt man dann erst, wenn man so ein bisschen die Rüstung von dem anguckt, da ist es dann offensichtlich, weil die Rüstung von diesen ganzen Decode-Talkern, die erkennt man natürlich direkt. Und ja, ist auf jeden Fall eine mega schöne Karte aus LGB1. Richtig geil das Set, ohne Witz. Richtig, richtig geil. Ja, und jetzt kommen wir zu der Karte, um das sich eigentlich die ganze Spende gedreht hat. Das ist nämlich F0 Utopic irgendwas. Oder F-Nummer 0 Utopic Utopische Zukunft. Also auf jeden Fall so eine Utopia-Karte. Und wirklich, er hat die gepostet so in der Gruppe und hat gesagt, jetzt habe ich ja bloß Crap gezogen, ist für die Tonne. Und habe ich halt so geschrieben, Alter, ist doch nicht für die Tonne, kannst du nicht in den Müll schmeißen, Alter, ist doch viel zu schade. Und dann habe ich angeschrieben, ja, gib mir deine Adresse, dann schicke ich dir das, bevor das wirklich in der Tonne landet. Und dann habe ich natürlich gesagt, jo, gib her, wenn du es nicht brauchst, ich nehme es gerne. Ja, und die hat er mir dann zugesendet. Die wird auch wahrscheinlich in den Community-Binder wandern. Ihr wisst ja, für jede Spende, die ich bekomme, wandert immer eine oder eine der, zumindest die coolste Karte der jeweiligen Spende, meiner Meinung nach, wandert dann immer in den Community-Binder oder die wertvollste, je nachdem. Und ja, auch die habe ich mir tatsächlich schon bestellt. Das heißt, ich kriege die jetzt noch ein zweites Mal. Sehr cool und das ist einfach eine wunderschöne Karte. Guckt euch diese Rarität an. Alter Schwede, mega. What the fuck? Dragoon of Red Eyes. Eine der aktuell populärsten Karten aus dem OCG und eine der im TCG wohl meist besprochenen Karten aus dem OCG aktuell. Sehr, sehr geil. Es gab tatsächlich Leute, und ja, die gab es wirklich, die sich das neue Duelist Pack bzw. Legendary Duelists gekauft haben, weil sie der Meinung waren, der sei da drin. Ist er aber nicht. Aber mega fett, Alter. Wahnsinn. Ist das eine schöne Karte, Leute. Schau ich mal das Artwork an. Und dann haben wir als letzte Karte in Ultra Rare DDD Eulogy King Weiss Requiem. Mega schön. Ja, dass das ein DDD-Monster ist, das sieht man natürlich auch irgendwie sofort. Ja. Auch wegen diesem ganzen Kepler und wie sie alle hießen, dass man alles irgendwie so komische Teile, die geschwebt sind mit so einem Ding. Und das sieht halt wirklich genauso aus, ne? Also, dass er, und vor allen Dingen, er steht da oben dran, aber auch so vom Artwork her, man erkennt es halt irgendwie sofort. Auf jeden Fall eine mega, mega schöne Karte, auch aus LGB. Sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, das ist bisher der absolute Wahnsinn, was hier drin ist. Mega, mega heftig. Mega heftig. Und jetzt gucken wir uns mal an, was sich hier in dieser Battles of Legends Box befindet. So, oh, das hängt aber ganz schön drin, das Zeug. Da haben wir aus BLHR Sternenstaubwunder. Okay, das ist jetzt alles so BLHR-Zeug. Magisches Musketier Max. Kampfwespen, Schattenpuppen Igel, Visionszelt. Genau, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Die ist doch jetzt auch in LED in Ultra Rare rausgekommen, ne? Und die gab es eben auch hier in BLHR als Ultra Rare. Wusste ich es doch einfach. Arwenschreckenretter, sehr coole Karte. Eine meiner Lieblingskarten aus dem Set. Aber wieder ein bisschen Cummins. Da finde ich cool, dass sie jetzt endlich mal einen Super Rare Print bekommen hat in dem OTS-Pack. Im Ding war es ja immer noch eine Cummin. Symbol der Freundschaft, leider kaputt. Schade. Dann Wiederbelebungsschwarm. Hier wieder so ein paar, auch die hier, ne? Die haben doch bei uns nicht so große Brüste auf gut Deutsch, die sind doch bei uns zensiert worden, kann man mir doch erzählen, was man möchte. Ah, die gibt's auch bei uns in Ultra Rare, das war, oh Gott, auch aus so einem LED, glaube ich, wie hieß sie denn? LED 4 war das, glaube ich, Duelist of Roses. Da war das eine von diesen Chase-Karten, die war dort relativ teuer, ich habe jetzt aber den Namen gerade nicht mehr im Kopf, aber die tun wir jetzt mal nicht rauslegen. Okay, da, auch hier, Harpien Kanalisiererin heißt sie, glaube ich. Auch die ist zensiert bei uns, soweit ich das beurteilen kann. Also ich glaube, die ist hier oben relativ stark zensiert worden. Sehr schön. Schauen wir mal, was wir noch so alles haben. So. Ja, Ipiria, ja, auch eine coole Karte. Sehr schön designt. Okay. Dann Törichtes Begräbnis in Ultra Rare. Sehr schöner Reprint von der Optik her. Traurig für die alten Prints. Visionsheld Ferris, der geht glaube ich sogar ein bisschen was. Den ein oder anderen Euro, den können wir mal rauslegen. Ist sozusagen eher so ein preisliches Highlight, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde die Visionshelden cool, aber Ferris ist es nicht unbedingt mein Liebling. Okay, dann machen wir mal weiter.
Eine leere Hülle, geil. Minimum Ray, der ist cool vom Design, der finde ich mega nice. Wenn ich irgendwas Wertvolles übersehe, dürft ihr es mir gerne sagen, aber ich glaube, in dem Set war ansonsten eigentlich nicht so viel wertvolles Stuff drin. Da sind mehrere Karten drin, muss ich mal kurz reingucken. Wahrscheinlich zweimal dieselbe. Ne, nicht mal. Okay. Okay. Dann machen wir mal weiter. Das war auch schon eine sehr coole Karte. Wahl des Gebers aus... oh Gott, wo kam die denn ursprünglich her? Das war, glaube ich, ein Shortprint. Weiß ich nicht mehr, aber auch eins der letzten Sets gewesen. War dort auch eine Kamen. Die gab es auch bei uns in Super Rare. Das ist, glaube ich, Lunalichtfusion oder irgendwie so. Wasser des Lebens, auch eine sehr schöne Karte. Oh, die finde ich halt mega cool. So, ich weiß nicht, alle hassen irgendwie die Gimmick-Marionetten vom Design her. Ich finde sie halt richtig cool, weil sie so schön strange und abstrakt sind. Auch Visionsfusion, sauschöne Karte. Also es waren schon, oder auch Lebkuchenhaus oder eher hier. Also es waren schon wirklich extrem coole Karten dabei in dem Set. Muss man schon sagen, und da werden wahrscheinlich auch einige Karten dabei sein, die in Zukunft ganz schön in die Höhe gehen werden. Es gibt eigentlich beinahe keins dieser Legendary Heroes oder Legendary Battles oder wie sie alle heißen, Sets, wo nicht irgendwann einige Karten richtig in die Höhe gehen. Oder zumindest das Set selber im OVP. So, dann haben wir jetzt so ein paar... Oh, finstere Fusion aus der Legendary Collection GX, mega cool. Freier, lasterhafter Drache. Oh, Legendary Collection Karten. Da hat er sich wohl die... Das ist eine gute Kamen übrigens. Da hat er sich wohl die Ding geholt. Die Reprint Sets. Da haben wir Gladiatorengeheuer Lannister. Gladiatorengeheuer legen wir raus. Gladys finde ich cool. Gladys sind wirklich cool. So, dann schauen wir mal weiter. Wohl, pflichtverpflichtendes Ungeheuer. Böser Held, Malicious Fiend. Wie hieß der nochmal? Orkus, lichtverpflichteter Druide. Auch sehr schön. Magischer Hammer, sehr oldschool. Inishishins Kanzler, auch nice. Versuchstiger, den kann man auf jeden Fall mal rauslegen. Versuchstiger ist nice. Versuchstiger ist richtig nice. Genauso wie Pankratops. Ist, glaube ich, sein bisher krassester High-Rare-Print. Den hätten sie eigentlich genauso gut auch als OTS Ultimate Rare machen können, weil der halt wirklich so dermaßen spielstark war damals. Und die machen das ja gerne, so richtig schön spielstarke Karten als OTS-Ulti zu printen. Und ja gut, die Holos, die sortieren wir jetzt mal kurz beiseite. So. Und dann kommen wir zum letzten kleinen Stapel der zweiten Box. Da haben wir Hochgeschwindigkeits-Droid Gummibandschütze, war damals ein OCG-Import. Auch die war mal was wert, das war tatsächlich mal eine der etwas wertvolleren Karten aus dem Set. Beschwörungslimit ging so 3€ oder so, wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht, aber ich glaube, so viel geht hier nicht mehr. War ja ursprünglich mal eine Kamen gewesen, Unterterror-Guru, auch cool. Visionsheld Multiple Guy, einer meiner Lieblingsvisionshelden tatsächlich. TG Zombie. Oh nice, Nummer 97, Drachlubion. Das ist so eine Karte, für die hat sich ursprünglich keiner interessiert, war aus BLHR tatsächlich die Coverkarte. Und durch die Master Rule 5 wird die jetzt wohl ein bisschen relevanter und ist es, glaube ich, schon bei knapp 2€ oder so, zumindest mein letzter Stand. Keine Ahnung, vielleicht ist es mittlerweile teurer geworden, aber das ist auf jeden Fall ein Highlight, optisch wie preistechnisch natürlich auch. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch so haben. Das sind schon wirklich, oder hier Visionsheld Witch Raider ist auch mega cool. Also es sind schon saugeile Karten dabei gewesen. So, jetzt haben wir da noch was im Karton, das gucken wir uns jetzt auch mal an. So, dann haben wir hier noch was in der Pappschachtel selber lose drin gehabt. Einmal Mr. Dualities Kartenkauf. Ja, also ihr wisst Bescheid, wenn ihr Karten verkaufen wollt. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier noch so drin haben. Oh, nice, aus dem Duelist Pack 21. Da haben wir auch noch Holos. Ich glaube, die ist auch so bei uns rausgekommen. Und das ist natürlich hart, ne? Alter, schau dir das mal an. Also da ist ja wirklich nicht mehr viel bis zur Oberweite frei, ne? Das finde ich schon ein bisschen übertrieben so. Ich weiß nicht. Ja, auch die war, das war, glaube ich, bei uns eine Ultra-Rare gewesen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder war das auch eine Super bei uns? Aber die kam, glaube ich, auch bei uns als Holo raus. Haben wir sie noch ein zweites Mal. Da haben wir nochmal den. Alter, voll viele Holos aus dem Duelist Pack 21. Mega cool. Schaut das mal an. Ist ja krass. Jede Holo zweimal schon. So, dann haben wir hier nochmal Aukus, lichtverpflichteter Druide. Okay, schauen wir mal. Kasha ist eine coole Karte. Natürlich nichts wert. In Secret Rares, die, oh Gott, was war das Original? Set, was, The Shining Darkness? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber die ist ursprünglich eine Secret Rare gewesen, aus einem 5D-Set eigentlich.
Auch cool. Dann der letzte Stapel. Böser Held Infernal Sniper. Das ist jetzt so der böse Held, den ich am wenigsten mag. Also da finde ich die anderen alle cooler. Ah, Gladiator-Ungeheuer Momillo. Sehr cool in Secret Rare. Aus dem Reprint Legendary GX Set. Den nehmen wir gerne mit. Dann haben wir hier noch ein paar Valkyren. Die Valkyren sind eigentlich so das beste Beispiel dafür, dass Oldschool nicht gleich Oldschool ist, weil die Valkyren an sich sind ja Oldschool, aber ich habe dazu überhaupt kein Oldschool-mäßiges Gefühl, überhaupt keine Verbindung dazu. Da merkt man halt, dass das doch sehr davon abhängig ist, wie man aufgewachsen ist, mit welchen Karten und mit welchen Serien, ja. Und dass unser ganzes Bild von dem Ganzen, was gut und was schlecht ist, gar nicht wirklich objektiv ist, sondern ist einfach rein subjektiv und hängt immer davon ab, mit was man aufgewachsen ist. Wir sind eigentlich, habe ich das Gefühl, gar nicht in der Lage, das wirklich objektiv zu betrachten. Und Konami könnte machen, was sie wollen. Wir wären wahrscheinlich nie wirklich zufrieden. Okay, auch das ist eine coole Karte aus Ignition Assault, die jetzt rausgekommen ist. Da haben wir den hier nochmal, haben wir vorher schon gesehen. Aus Dual Terminal tatsächlich zweimal. Mega schön. Nicht dieser schatteneinsperrende Spiegel oder wie der hieß. Mega cool. Dann in KC Rare, den, oh Gott, wie hieß er nochmal? Keltischer Wächter der Waffen oder irgendwie so in der Richtung auf jeden Fall. Okay, Hüllen. Ach, das ist schon, ja, okay. Das ist bei uns, glaube ich, eine Coming geworden, hier eine Rare. Das ist das Schaf, das ist bei uns mittlerweile sauteuer, ist auch eine Rare geworden, hier eine Coming. Okay, das sind jetzt alles etwas ältere Comings. Aus dem MP. Und ich denke, da kommt nichts mehr. Ja, gut. Das war's mit der Spende vom lieben Ali. Vielen, vielen Dank. Das ist wesentlich umfangreicher, als ich es in Erinnerung hatte. Ich dachte, ich bekomme bloß hier eine Karte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er gesagt hat, dass da noch was anderes mitkommt. Kann sein, aber er hat auf jeden Fall nichts groß angekündigt. Das ist mega, mega fett, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist ein absolutes Eldorado. Und allein schon hier diese ganzen Volume Pack und Booster Pack Karten. Richtig, richtig, richtig geil. Ohne Witz. Mega, mega nice. Vielen Dank. Ohne Witz. Hast einen Stein bei mir im Brett. Unglaublich cool. Und ich denke mal, ich werde die hier tatsächlich in den Community Binder wandern lassen. Ich würde sagen, je nachdem, wie voll der Community Binder am Ende des Jahres ist, werden wir da mal eine Vorstellung von machen. Also quasi eine Binder-Vorstellung. Natürlich auch mit Werterechnung. Und dann gucken wir mal, was die Community so zusammengetragen hat. Auf jeden Fall mega, mega nice. Ich freue mich. Bin glücklich wie ein Schneemann. Wenn er nicht schmilzt. Und ja, wir sehen uns zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.